Es ist mal wieder Smash Bros. Zeit. Und deshalb begrüße ich auch wenn ich über Call, auch wenn ich diesmal wieder alleine mit mir selbst sitze, wie immer gern und früher immer öfter, eigentlich ganz. Natürlich Tops ist dabei und ich bin mal der von allem behasste Bewohner. Ich will mal wissen, wie ich mit dem Arschgesicht bin. Ich habe so wenig Übung mit dem. Das möchte ich jetzt mal wissen. Was macht er? Ach so, ich bin. Der hat mich irgendwie nach oben gedönert. Hey! Pass auf hier! Nein! Nein! Mann, ich kann mit dem nichts. Ja, es ist jetzt bei meiner Aufnahme Zeit, etwas zu sagen. Nämlich was ganz Wichtiges. Es ist bei mir Folgendes passiert. Das wird euch schockieren. Das wird euch den Hahn abdrehen. Und nein, ich will sagen, ich hab den Satz falsch angefangen. Bei mir ist es 5 ab 22 Uhr. Oder natürlich anders gesagt, 22 Uhr 5. Ja. Und warum sage ich das? Weil ich es lustig finde. Nein, ich bin erst gerade nach Hause gekommen, denn ich hatte ein Essen, also ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, Aufrichte-Essen. Das gab es früher scheinbar öfters, das ist, wenn jemand ein Haus baut, also ein Einfamilienhaus, in dem Fall des Kunden, besser gesagt. Ja, das war noch das Dessert. Entschuldigung. Also, das ist, wenn jemand ein Haus baut, dann gibt es etliche Handwerker, also Architekturbüro, den Bauunternehmer. Und um alle ein bisschen kennenzulernen, gibt es manchmal so ein organisiertes Essen. Ja, es muss kein Gala-Essen sein, es reicht auch manchmal nur. Also jetzt hat er mich nach oben gedönert, das kannst du mir doch nicht erzählen. Mann! Also, wie gesagt, ja, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Auch wenn es immer so schön wäre. Leider bin ich nicht immer so drauf. Nein, ich komme noch dazu. Ich komme jetzt dazu! Wartet doch mal! Ich sag, jetzt wartet doch! Ich komm ja! Ja, ich sag so! Hört auf zu heulen! Nein, Quatsch! Das ist, um manchmal die Handwerker und alle ein bisschen kennenzulernen, gibt's einfach mal ein Essen. Ne, es ist einfach ein Essen, also ich muss dazu wohl nicht mehr sagen. Manchmal gibt's was Einfaches, manchmal gibt's was Größeres und in diesem Fall gab's. Also das Essen war um 18.30 Uhr. Dann stehen ein paar Bänke bereit im schon fast fertigen Haus, also im Rohbau mit Fenster und alles, dass man wenigstens nicht friert um die Jahreszeit oder um die gewissen abendlichen Stunden, wenn die Sonne weg ist. Und ja, dann stehen Pommes hier, den Kollegen, nein, ich meine Chips. Also wie in der Schweiz sagen Pommeschips. Wir sagen Pommeschips. Ja, Pommeschips. Sagen wir Pommeschips. Nein, das ist Chips. Kartoffelchips, genau. Und man kriegt ein Bier. Ich meine natürlich ein Orangensaft. Ne? An alle, die noch nicht erwachsen sind. An alle, die noch keinen Alkohol trinken dürfen, gesetzlich. Natürlich nur Orangensaft. Ne? Ja. Den kommt man in die Hand gedrückt. Ja? Dann plappert man ein bisschen miteinander und Fliesenleger quatschen mit Spenglern, Dachdecker quatschen mit Sanitärinstallateuren und so weiter und so fort. Und dann gab es ein schönes Essen. Es gab Schinken, ja, so wie ein Weihnachtsschinken, ja. So zwei große Fladen Schinken mit schönem scharfen Senf, Kartoffelsalat und normalem Salat. Und also ich habe es in Topsy schon im Facebook-Check geschrieben, er hat mich ja um
21 Uhr 40 noch angeschrieben. Ja, ich musste dann noch kurz das Bier wieder. Ja. Was man trinkt, muss man auch irgendwann wieder zurückgeben. Ne? Also, und ich sag gleich offen, ich hatte ein kleines Glas Wein. Ich habe viel Mineral getrunken. Ich habe etwa 3/4 Flasche Bier getrunken. Aber vor allem, ja, also, ich bin natürlich, also wenn man natürlich von einem Essen, von einem schönen Essen mit vielen Leuten kommt, ist man natürlich immer noch irgendwie auf 180. Und ich denke, vielleicht in Ansatzweise, ja, bemerkt man das bei mir im Moment gerade, dass ich ein bisschen auf Zack bin. Also wirklich, ich habe nicht viel getrunken. Ich bin ganz Herr meiner Sinne und auch sonst. Aber es war ein Anlass, es war ein schöner Anlass, man hat das nicht jeden Tag. Und deshalb, ja, bin ich jetzt ein bisschen auf Zack. Man merkt vielleicht, ja. Ich habe den Tops ja geschrieben. Ich möchte, eigentlich hatte ich keine Lust zu aufnehmen, denn ich will ja eigentlich nicht, dass ich da, also gut, jetzt passiert mir wirklich selten, dass ich nicht Herr meiner Lage wäre und dann irgendwie Unsinn verzapfe, also ich meine größeren Unsinn als sonst, deshalb wollte ich zuerst nicht smashen, aber ich habe dann gedacht, okay, ich will dann wissen, wie ich in so Situation bin, also wie gesagt, ich bin Herr meiner Sinne, alles in Ordnung bei mir. Aber das will ich dann schon wissen, vor allem eure Reaktion. Ihr denkt jetzt sicher, der ist ja noch betonter als sonst. Nein, also. Und übrigens, auch wenn dieser Part jetzt dann vielleicht schon 3 Jahre alt ist, wenn man den dann wieder mal hört, sieht und genehmigt und alles. Der April-Scherz war ja. Also beziehungsweise die Auflösung. Das April-Scherz war ja heute und es hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie ihr, ja, wie ihr wirklich begeistert seid von der ganzen Sache, ja, also ich könnte jetzt ein Ego-Schwein sein und sagen, ihr seid Fan von mir und meinem Kanal, ja, vielleicht, ansatzweise, würde ich es vielleicht erwähnen, vielleicht so etwas geringfügig in dieser Art zu sagen, aber nein, die Kommentare waren schon sehr, 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 sehr freundlich. Also, ich habe dann zum Beispiel mit Tristan über Skype, also Entschuldigung Tristan, wenn ich jetzt hier etwas sage, das ich vielleicht nicht sagen soll, aber es ist ja kein Geheimnis und es ist ja auch nichts Böses passiert. Im Gegenteil. Er hat mich gefragt, ja, wie ist es das mit dem Wettbewerb? Und ich sagte, ja, ich weiß es auch noch nicht so ganz. Also, CDs brennen für euch das. Ich brenne gerne 20 CDs. Das ist no problemo für mich. Und ich könnte vielleicht irgendwie zu jeder CD ein persönliches Brieflein schreiben und vielleicht signieren, wenn ihr das wollt. Ja, wenn ihr das wollt. Und es kam natürlich, ja, bitte, ja, bitte, ja. Also, wie gesagt, es kam sogar im Laufe des Monats sogar fast. Also nicht der, also es kam eigentlich der Vorschlag, also oder wie soll ich das sagen, es kam fast die Bitte nach T-Shirts von mir, mit meinem Logo und ich weiß auch nicht genau wie, also ich finde das einfach, also ich muss das ja, ich sage es ja bei Mario Kart immer wieder gerne, ich bin jetzt seit quasi einem Jahr Let's Player, ne, hobbymäßig und ich muss einfach immer wieder staunen, wie ihr drauf seid, also also, das hat natürlich im absolut geilen Sinn. Also, ich muss das wirklich mal sagen. Ich staune immer wieder über euch. Also, ihr, immer wenn ich denke, nee, also. Also, wenn jetzt Gronkh oder Let's Play Markus oder sonst irgendwer, wirklich einer von denen mit irgendwie 100.000 oder 50.000 Abonnenten, ja, wenn die sowas machen würden und da wirklich Leute schreiben, bitte Autogramm, von sich aus, also nicht nur von sich, aber also wenn ich was vorschlage, dann immer so quasi zum Hinterkopf, ach komm, das kannst du nicht bringen, nee, also ich als einfacher Fuzzi hier, was, ja, also ich unterschreibe ja vom Beruf her schon täglich Lieferscheine und so, wenn ich mal Ware bekomme und so, und das, also wenn jetzt, also ich muss einfach immer wieder sagen, wie mich selbst, ich bin baff, wie ihr drauf seid zu mir. Also, und wie gesagt, alles völlig im
positiven Bereich. Also, ich sage irgendwie, ja, wollt ihr Autogrammkarten, wollt ihr eine Widmung von mir, wollt ihr etwas von mir signiert haben? Ja, bitte, ja, 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 Ben, bitte, ja, mach. Also nicht gerade in dem Tonfall, aber ich bin da immer wieder völlig von den Socken, wie ihr zu mir drauf seid. Also wirklich, also ich mit meinem 1,69 Meter, ja, hock hier vorm PC, spiele Videospiele, gebt meinen Senf dazu. Und ich bin natürlich froh, dass ihr das schaut, ja, und Daumen hoch gibt und es ist... Meine Fresse, wie soll ich das sagen? Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt wirklich einen schönen Abend hatte. Ich sage es jetzt einfach, das sage ich immer, ich sage es immer. Ich sage es immer wieder gerne. Es ist einfach genial. Es ist einfach genial. Ich denke mir, komm, ich mache das als Hobby. Ja, ich habe ja meinen Spaß und das ist für mich die Hauptsache. Also natürlich, außer natürlich der Kontakt mit euch, ja, den ich pflege. Der bedeutet mir natürlich immens viel. Aber vor allem ist das Video machen für mich Hobby, ja, und es ist einfach genial. Es ist einfach, ja. Und das erklärt natürlich auch der Top-Sitz vielleicht dann. Seiner Wii U denkt, Mann, Ben, du bist ein Noob, mach mal was Gescheites hier. Es tut mir leid, aber wenn ich so drauf bin. Was soll ich denn noch machen? Was? Nee, also. Es ist einfach gigantisch gut, wie ihr drauf seid. Also. Klar, ich bin ja auch so. Bei Let's Play Markus, bei Gronk, ich schaue auch nicht jeden Tag ein Video von ihnen oder das Aktuellste. Aber ihr bei mir, Wahnsinn! Ich mache ein Video. Also besser gesagt, ich lade es hoch, ich veröffentliche es. Und dann schaue ich manchmal so nach 5 Stunden. Ja, also. Nee. Es ist einfach genial. Es ist einfach genial. 5 Aufrufe. Nee. Ich meine, ich muss es einfach sagen, weil als ich angefangen habe, die ersten paar Monate, klar hatte ich schon damals Freunde und Bekannte und Fans, ne? Also, aber es ist doch immer so, am Anfang hat man einfach verhältnismäßig weniger Zahl. Und das ist natürlich auch ganz logisch. Aber schon zu damaligen Zeiten, ja, am Anfang, ich hatte schon kaum, war das bekannt, kaum hatten meine Kollegen und so davon Wind bekommen oder ich hieß ihnen gesagt, gingen die Zahlen schon los. Nee, also. Und jetzt, nach einem Jahr quasi, und es ist einfach herrlich. Es ist so schön. Es ist wirklich eine Freude. Es ist übrigens kein Geschleime hier. Überhaupt nicht. Das ist... Ich habe ja, ich sage das immer gerne wieder, ich habe mir ja seit so geraumer Zeit eine Ehrlichkeit angeeignet, dass ich einfach, allgemein, immer gleich rede, ob jetzt im Call, ob jetzt hier für mich oder privat, wie im Let's Play oder wie, ich habe mir einfach eine gewisse Ehrlichkeit angeeignet. Weil ich gemerkt habe, dass anders ist nicht gut. Man kommt nicht weit. Nee? Also besser gesagt, bevor ich nicht weit komme damit, mache ich es lieber anders. Ganz ehrlich, ja? Aber genug jetzt davon. Was davon? Ich weiß auch nicht genau. Nein, es ist einfach schön. Es ist einfach schön, für euch Videos zu machen und zu sehen, ihr fresst es. Im positiven Sinne. Ihr verschlingt es. Ja? Ich weiß genau, es gibt so. Es gibt diese Abonnenten, die schauen sich ziemlich schnell die Parts oder ziemlich gleich die Parts an. Die anderen schauen sich die Parts nach ein paar Tagen an. Einige vielleicht nach ein paar Wochen. Und es ist einfach genial.
Es ist einfach genial. Also ich fühle mich so... Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es ist einfach genial. Ich kann das nicht anders sagen. Es ist genial. Ihr bereitet mir so viel Freude. Komisch gesagt vielleicht, aber es ist so. Und deshalb auch die immense positive Überraschung, wie ihr auf den quasi April-Scherz, der eigentlich also, wie es eigentlich als April-Scherz gedacht war, aber ihr schon so früh, schon so damals schon so völlig mitgemacht habt, es ist einfach genial. Also, ich glaube, es ist jetzt auch schon der fünfte Kampf, glaube ich. Sonst mache ich noch zwei. Verloren habe ich eh das jedes Mal, also ich reiße hier keinen Blumentopf mehr aus. Es ist einfach schön und ich wollte das einfach mal wieder gesagt haben. Und ja, also der Part kommt, wenn er dann kommt. Festhalten vielleicht? Muss ja nicht sagen. Oh Mann, hoffentlich kommt bald Mewtwo. Also Nintendo, wenn das ein erster April-Scherz war mit Mewtwo. Ich komm vorbei. Ich nehm den DDD mit. Dann mache ich einen auf Tor bei euch. Ja, also. Nee, also. Es ist bei euch jetzt wahrscheinlich Donnerstag. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich den Part am Nachmittag hochlade oder am Nachmittag oder am Abend veröffentliche nach 18 Uhr. Aber jedenfalls, ja, es gibt doch nichts Schönes als so einen schönen Part. Ich denke mal, ihr habt auch langes Wochenende. Ich auch. Ich habe Freitag, Samstag, Sonntag, Mittwoch. Ich habe auch Mann, was ist los? Montag! Ja, also als Arbeiter ist so der Montag bei mir so ein Tabu-Wort. Nein, natürlich nicht. Nicht unbedingt. Der Montag, der jetzt kommt, sowieso nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Habe ich den zurückgehauen? Und ich denke, ihr habt auch Freude daran, wenn dieser Part kommt, wenn man Feierabend hat. Das ist doch schön, oder? Sowas zu schauen, wenn Feierabend ist. Ja. Let's play Ben! Ich nehme auf. Ich habe heute ein paar neue Sätze gespeichert hier. Ey! So sehe. Das will ich jetzt nochmal sehen. Die Bewegung von dem waren so geil. So sehe. Was ist das noch? Richtig. Was sagen die waren am geilsten? Also ich mal so sehe. Ich bin Kindskopf, ich weiß, aber es ist doch schön. Nö. Weg da mit deinem Schmarrn. So sie. Au. Ja, du! Genau du, links, du! Der andere, wie ein Sohn. Gehbehinderter Seehund. Nein, Entschuldigung. Nichts gegen irgendwelche Behinderten. Politiker sind auch Menschen. Nein, Spaß. Ach, das war geil.
So, ich will nochmal. Topsy, bist du noch dabei? Ja! Ich will das mal mit Ganondorf versuchen. Ganondorf! Oh Mann! Geil! Geil! Einfach geil! Oh Mann! Wann werde ich wohl mal erwachsen? Wann werde ich wohl mal erwachsen? Ich will Sosi! Gib mir Sosi oder du erlebst das! Nein, nicht auf die Seite! Mann! Richtig! Ja, das Schwert ist richtig! Richtig? Richtig! Nein! Ey, jetzt meine Kante! Verdufte! Du kannst fliegen! Warum machst du mir meine Kante schmutzig, du? Warum machst du mir meine Kante streitig? Dumme Kuh! Dumme Kuh! Ich reiß dir! Nein, was soll ich hier aufreißen? Hallo? Nein! Hämorrhoiden! Ah! Leck mich! Leck mich! Nein, Spaß! Ah, muss mich am Auge krassen. Entschuldigung. Aufnahme. Ich nehme auf. Hey! Hör auf damit! Scheiße! Bis 28 schon! Leck mich am Arsch! Oh! Wenn ich Mewtwo habe, reiß ich dir den Arsch auf. Nein, Topsy, war nur Spaß. Gut, schöner Kampf. Hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Ja, wir sehen uns ganz sicher im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnieren oder benutzt mich. Nein, benutzt mich ja. Nein, ich meine, empfehlt mich bitte weiter, wenn ihr wollt. Wenn ihr den Trash weitergeben wollt. Oder auch sonst. Also, ich sag, bis Danny. Tschüss.